Ich bin Chris Crocker. Ich bin 25 Jahre alt, habe braunes Haar, blaue Augen, bin 1,75 cm groß, ich habe die Schuhgröße 41 europäisches Maß, trage gerne Jeans, Hemd und Turnschuhe. Ich wohne alleine zu Hause, weil meine Freundin mich verlassen hat. Das ist mittlerweile schon länger her. Ich komme damit klar, danke. Ich habe zu Hause eine Katze, 5 Pflanzen und ich pflege sie redlich. Und wenn ihr eine Großmutter habt oder eine Schwiegermutter, ich wäre ihr bester Sohn. Ich bin Chris Crocker. Ich möchte euch kurz etwas aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich bin ein klasse Typ. Folgende Frau, hier gut zu erkennen im roten Kleid mit blonder Perücke. Lernte ich kennen, lernte ich lieben, lernte ich schätzen, körperlich wie geistig. Wobei das Geistige sicher nicht überwog. Ich hab ich stehe da und glotze und denke, was genau hat diese Frau mir zu sagen, was sie nicht in den letzten Jahren schon 10-mal gesagt hätte. Dein was? Dein halt. Wieso? Na darum. Weshalb? Du bist nicht mehr tragbar. Mit welchem Kleid? Du bist ein Kleid, ein ausgelottetes allerdings, von Motten zerfressen. Ich finde dich nicht mehr sexy. Dann hau doch ab, du Lump. Ja. Nein. Tschüss. Fick dich. Fick dich selber. Da bleibe ich lieber still und schweig. Wäre sie geblieben, wäre ich vielleicht gegangen. Who knows? Ich möchte jetzt nicht sagen, meine Freundin wäre unzufrieden gewesen über das, was ich war. Ich war berühmt. Wem schadet das? Berühmt geworden in einem weißen Kasten. In einem weißen Nichts. In etwas kaum fassbar. Ich verteidige mich für etwas, was ich vielleicht gar nicht bin. Vielleicht ist das ja eine Maske,
passieren. Neu. Noch nie da gewesen. Inspirierend. Eindrucksvoll. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn Chris Crocker sterben würde. Ich möchte einmal die Welt durch Chris Crockers Augen sehen. Chris Crocker ist das gekonnteste Abbild der heutigen Gesellschaft. Chris hat irgendwie zu allem etwas zu sagen. Und er hat irgendwie immer recht. So als ob sein Leben ein Spiegel zu meinem Leben. Ja, ich möchte mal wissen, welcher Idiot als erstes da gewesen war. Das ist etwas, was mich noch wirklich interessiert. Wer hat zuerst mein Video angesehen? Wer fand zum ersten Mal, hey, Kollege, ich habe da einen total krassen Typen gesehen, muss dir mal angucken. Und der sagt dann zu seiner Freundin, hey, krass, guck mal, was mir mein Kollege geschickt hat von so einem Typen, von dem er meint, dass ich den mir mal gerne angucken müsste. Und die sagt ihrer Freundin und ihrer Mutter sowie ihren beiden Geschwistern Bescheid, den müssen sie sich mal angucken, während die auch noch weiter verbreiten an andere Freunde, was denn dieser eine Typ gesehen hat. Gerade im Netz stattfindet, ist doch nichts anderes als eine Hinführung zum Kern des Menschen. Weil uns das Produkt alleine nicht mehr genügt. Einen Moment, in dem die Menschen in einem etwas sehen, was man selber noch nie gesehen hat. Ich meine, guck doch mal in den Spiegel. Und ein halbes Jahr später schaut ihr in den Spiegel und ihr seid berühmt. Und ihr fragt euch, verdammte Scheiße, warum sieht dieses Gesicht immer noch gleich aus? Chris Crocker hat sich in den Dienst aller Menschen dieser Welt gestellt. Aber sind wir überhaupt bereit für Chris Crocker? Ich habe euch zeigen wollen, Leute, es ist doch alles halb so wild. Auch hier wird nur mit Wasser gekocht. Ich bin nicht euer Spiegel, bin nicht euer Gesicht. Ich bin mein Gesicht und das muss ich jeden Scheiß morgen im Spiegel angucken. Dann der Erfolg und das fühlt sich echt gut an. Da möchte man glatt im Kreis gehen, das Ganze wiederholen. Aber ich sag euch jetzt mal was, es ist nicht zu wiederholen. Du kannst nicht erwarten, wenn du einmal etwas machst, was für einen Moment von den Leuten als toll, als neu, innovativ, spannend, spektakulär erachtet wird,
es nochmal wiederholen zu können. Du sitzt in einem Zwang, wieder etwas Neues, Spannendes, Einzigartiges zu machen und du bist in einer Zwickmühle. Und wenn du das Ganze mit dir selbst machst, mit deinen inneren Impulsen zur Ausgelassenheit im Kontrast zum alltäglichen Leben, dann stehst du da und bist berühmt dafür, dass du bist. Und bist ganz schnell konfrontiert mit dir selbst. Wäre nicht gekommen. Chris Crocker sollte kein Showmaster sein. Der auf der Art penetrante Weise versucht, das Publikum für sich zu gewinnen. Ich meine, hat es schon beinahe versucht, die Menge zu steuern. Ich hab's ja schon immer gesagt. Das war Ironie. Also, ich meine, Ironie. Ich kann darin beim besten Willen nichts Ironisches drin entdecken. Das war doch nichts anderes als eine pure Effekthascherei, eine dekadente Show. Ich meine, er hat doch nur getanzt. Nicht einmal Tiere benehmen sich so grausam. Er hat alles verraten, woran ich geglaubt habe. Ich meine, er hat alle verraten, vor allen Dingen sich selbst. Ich meine, er war es doch, der uns gezeigt hat, dass man sich selbst sein soll. Dass man nicht Geld und Ruhm hinterher rennen soll. Ich habe Lust, alles kaputt zu schlagen, vor allen Dingen ihn. Chris ist ein Monster. Er hat gelogen! Verdammte Kacke. Das ist es jetzt gewesen. Das waren deine 15 Minuten Ausdruckszeit. Das waren deine 15 Minuten, in denen du mal der Mittelpunkt eines Raumes warst. Frau im roten Kleid mit blonden Haaren, keine Maskenbildnerin, keine Hairstylistin, keine Brüder mit Drogenproblemen. Verlass den Raum, du Idiot, du hast verloren. Nimm den Shampoos mit und geh dich besaufen, aber tu nicht so, als wärst du irgendwas wert. Du hast verloren. Und wenn du irgendwie deinen Kopf oben behalten willst, dann erkenne es an und geh in einen scheiß Kasten.
Schmerz hat auch sein Gutes, spürst im Herz Messers Klinge, erfind dich neu, denn das Gute manchmal schießt man daneben, Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Blumen gekauft, um sie Feinden zu geben und mit Liebe einen Anschlag verübt. Man trifft ins Ziel, manchmal schießt man daneben, Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Blumen gekauft, um sie Feinden zu geben. Man trifft ins Ziel, manchmal schießt man daneben, Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Blumen gekauft, um sie Feinden zu geben und mit Liebe eine Landschaft verübt. Wie häufig man sich selbst zensiert, ja. Natürlich, man nimmt sich zurück, streckt die langen Beine aus, rasiert sich, trinkt einen Eistee, guckt sich Supermodels an oder Bikini-Wälder auf den Florentiner Inseln. Um offen zu sein, sag ich immer, musst du eine richtige Frisur haben. Für die richtige Einstellung reichen dir auch ein paar Flügel oder der Kot eines gut sortierten Hundetrottoirs. Das Leben, sag ich immer, ist ein Walfisch, auf dessen Eiern, wenn man denn rankommt, man gepflegt einen Samba tanzen könnte. Genau wie diese 25 Schwuchteln hier vorne, die im Kreis stehen und meinen, mir zu sagen, ich möchte mich neu erfinden. Ich habe damals schon gewusst, Leute, wenn mir so etwas einmal passiert, dass 25 Schwuchteln mir etwas erklären soll, dann sollte ich besser zuhören. Ja, das habe ich auch getan. Stellt euch auf!
Warum sagt eigentlich denen niemand, wie blöd sie sind? Warum muss ich mir immer anhören, wie ich war, und denen, die sagen, wie ich war, sagt keiner, wie sie waren? Und das übernehme ich jetzt mal an dieser Stelle. Jungs, ihr seid wirklich bekloppt. Ihr seid dämlich. Ihr tut hier so, als gänge es um etwas, als müsstet ihr euch die Augen reiben, als müsstet ihr euch selbst erkennen, als... Leute, das ist einfach nur bekloppt. Ihr habt es nicht erkannt. Da gibt es nichts zu erkennen. Ist die flackende Idioten. No, no ist der New Yes und steh auf von den Toten. Du bist Bob, du bist Gott, du bist hot, du bist sharp. Du bist Bob, du bist Gott, du bist hot, du bist sharp. Du machst wie Chris, ist die flackende Idioten. No ist der New Yes und steh auf von den Toten. Du bist Bob, du bist Gott, du bist hot, du bist sharp. Du bist Bob, du bist Gott, du bist hot, du bist sharp. Chris ist so wow, Chris ist so yeah, Chris ist so wow. Chris ist Lemming im Aszendent. Chris ist so wow, Chris ist so yeah, Chris ist so wow. Chris ist Lemming im Aszendent. Das Gute hat das Böse besiegt. Rocker hat sein Pfand gekriegt. König sitzt auf seinem Thron, schmeichelt uns mit seinem Ohr. Chris is Lemming